Einer meiner Schüler hier auf der Golfreise in Quintadaria hat mir beim Training gestern gesagt, Vaughn, ich möchte so wenig wie möglich im Kopf haben beim Schwingen. Ein Gedanke reicht, aber bitte erzähl mir irgendwas, was mir hilft, den Ball gut zu treffen, gerade zu treffen, weit zu treffen. Aber ich möchte dabei nicht so viel denken. Nur ich fand diese Frage sehr, sehr wichtig. Weil es ist wirklich mein Job, dir das Golfspielen so leicht wie möglich zu machen. Dann habe ich Folgendes mit Oliver getan. Und ich fand es so spitze, wie er das umgesetzt hat und eigentlich wie einfach dieser Gedanke war und wie wirkungsvoll der Gedanke war, dass ich jetzt dir das auch mitteilen möchte. So, Olivers schlechter Ball war ein Ball, der nach rechts verschwand. So, was ich gesagt habe, Oliver, du kannst das meiste wirklich gut. Ich möchte, dass du an das Blatt denkst. Ist dein Blatt gerade? Das gilt für den Rückschwung und für den Abschwung. So, was er gemacht hat, beim Ausholen gab es zu viel Unterarmrotation. Er kam auch ein bisschen aus der Achse raus und dadurch war die Schlagfläche offen beim Ausholen. Und das Problem war, wenn er einen guten Abschwung dann gemacht hat, war die Schlagfläche offen. So, das sollte sein Gedanke beim Ausholen sein, ist den Schläger gerade zu halten. Ich habe ihn geführt und gezeigt, was gerade ist. Das ist gerade. Die Schlagfläche kippt ganz leicht nach vorne. Das ist offen. Die Schlagfläche zeigt zum Himmel. So, da müsste ich ihn einfach ein bisschen führen und gucken, dass er auch gerade bleibt beim Ausholen und nicht das tut. Aber es war sehr interessant, als er dann an gerade Schlagfläche beim Ausholen dachte, plötzlich blieb er auch gerade. Dann habe ich auch beim Abschwingen ihm gesagt, da möchtest du auch eine gerade Schlagfläche haben. Und wie er das spüren konnte, war die Hände releasen zu lassen durch den Ball. Einfach diesen Winkel zu lösen durch den Ball. Weil so konnte er auch spüren, dass die Schlagfläche dadurch gerade wird beim Abschwingen. Wenn ich die Hände festhalte, und das ist, was er tat, ist die Schlagfläche gefühlt offen. Und das konnte er auch spüren. Okay, und dann sah der Schwung sofort einfacher aus. Und er hat viel mehr Erfolg gehabt, mit allen Schlägern. Vor allem da, wo Rechtsgefahr war. Er wusste dann, da wo die Auslinie rechts war, wenn ich beim Ausholen die Schlagfläche nicht öffne und wenn ich durch den Ball die Hände kommen lasse, dann kann ich nicht den Ball nach rechts verlieren. Und so hat Oliver einen ganz einfachen Gedanke im Kopf, den er umsetzen kann. So vielleicht, wenn du ähnliche Probleme hast mit Ballflug und mit Treffen, könntest du deinen Schwung auch so vereinfachen. Falls dieses Video dir geholfen hat, gib mal bitte einen Daumen hoch und ich freue mich, dich das nächste Mal zu sehen.